Hallo und herzlich willkommen. Hier bin ich wieder mit Wasteland 2 und wir betreten jetzt den Funkturm. Um aufzuklären, wer oder was den guten Ace auf dem Gewissen hat. So. Echo 1 hat sonst. Ihr seht's ja. Wenn ihr in die Area, wo Ace's Body gefunden wurde, gebt es ein gutes Gehen. Die Leute, die ihn aufgenommen haben, sagten, es sah aus, als ob er da krallt. Maybe you can find some tracks leading to where he was attacked. Copy? Bitte entschuldigt wirklich diese schlechte deutsche Eintextung. Ich kann nichts dafür. Wie ihr seht, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Die Leute, die ihn gebracht haben, sagten, es hätte ausgesehen, als sei er dorthin gekrochen habe. Ich möchte jetzt aber auch nicht englische Texte hier haben, weil ich das Spiel eigentlich ein bisschen genießen möchte. Ich lese gerne englische Texte, aber ich möchte dieses Spiel einfach mal ohne große Umstände spielen, ohne jetzt noch zu überlegen, was könnte dieses Wort denn auf Deutsch bedeuten und was das. Deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht. Das sind jetzt einfach so kleine Gang und Gäbe Sachen. Verstanden. So. Jawohl. So, wir haben jetzt den Auftrag, die Umgebung zu suchen, wo er hingekrochen ist. Das ist das Logbuch. Meine Aufgaben. Wir sollen nach dem Rest von Aces Logbuch suchen und die Priorität hat das Orangene. Sucht nahe dem Funkturm nach den Funkverstärkern, die Captain Ace bei sich trug. Und wenn ich die gefunden habe, soll ich sofort auf der Ranger Base Bericht erstatten. So. Hier ist Blut. Die Blutspuren führen bis hierhin. Ich gehe mal. Entschuldigt, ein bisschen in die Höhe. Und da geht's weiter. Und da oben blinkt was. Ja, dann wollen wir gleich mal untersuchen. Pferd in einem der unteren Äste des Steppenläufers ist ein bronzener Stern mit den Worten Desert Ranger auf dem äußeren Rand. Also, man muss schon gute Augen haben, wenn man das aus so einer Entfernung sehen kann. Wenn dieser Desert Stern die Größe eines Sheriffssterns hat. So. Den nehme ich mal mit. Und habe somit gleich noch einen Logbuchauftrag bekommen. Bringt den Ranger-Stern nach Hause. Gut, das mache ich aber erst, wenn ich hier fertig bin. Es geht jetzt hier weiter. Da ist allerdings kein Blut zu sehen. Das heißt, ich werde einfach mal in die Richtung weitergehen. Schön, Giftmüllfässer, alles, was man so haben möchte. Oh gut, ich kann mit ihm sprechen. Ich nehme mal meinen 10-Hund. Also, was möchte denn der haben? Wenn ihr in unserem Hinterhof spielen wollt, müsst ihr zahlen. 15 Scrap oder wir zerschmettern eure Gesichter, meine Hunde essen eure Sache. So. Klugscheißen habe ich nicht. Zerschmettern, Schleimer habe ich auch nicht. Ich könnte zahlen, ich könnte auch einfach was zu sagen. Aber ich möchte mal den 10 Hund ausprobieren. Und es hat gewirkt. Ich habe ihm gedroht und er ist eingeschüchtert und ich kann hier reingehen, ohne zu zahlen. Und ich habe auch für jeden extra Erfahrung bekommen. Gut. Prima. Ich glaube, es hätte auch böse ausgehen können. Ich muss gestehen, in meinem 1-Stunden-Antestungsvideo, Antestungs-Let's Play, habe ich es geschafft, diese ganze Bande gegen mich aufzubringen, gleich nach dem ersten Dialog und dann war ich erstmal schön in Kämpfe verwickelt. So. So, jetzt muss ich, habe ich denn jemanden, der reparieren kann? Nee, die Weltkarte wollte ich jetzt nicht. Mechanische Reparatur. Ja, er. So. Ich finde immer diese Symbole ganz toll. So, es gab auch gleich nochmal. Okay. Let me tell you Matthias' law, friends. Matthias' law is vengeance. And soon, Matthias' law will stretch all the way to Arizona and kill those so-called upholders of justice, the Desert Rangers. Das muss die Nachricht gewesen sein, die auch Ace aufgefangen hat. Und von der auch vorhin gesprochen wurde, in den ganzen Chattexten. So.
Wir nehmen mal mit eine Logbuchseite. Das ist eine der Seiten, die ich brauche, glaube ich. Ich gehe jetzt nochmal auf L. Sucht nach dem Rest. Wir haben eine Seite gefunden. Das ist gut, aber ich möchte immer noch weitersuchen. So, ich habe wieder meine Angewohnheit, immer wieder so zu sagen. War noch eben gerade welche. Kann ich auch mit dir sprechen? Ich würde gerne mit dir sprechen. Gut. Ja, okay. Bevor du dich jetzt noch aufregst, gehen wir in die Richtung. Oh, ein kleiner Wüstenwirbel. Ich möchte mal hier hochgehen. Ich muss gestehen, die Kiste kenne ich ja und deswegen möchte ich unbedingt hier hin. Aber jetzt untersuche ich die Kiste erstmal. Eine Kiste. Vielleicht sind Schätze darin. Immerhin Schrotmunition, die ich ihr geben werde. Da möchte ich ja wieder zurück auf meinen Weg. Ich muss nämlich der Blutspur weiter folgen. Schwarz? Okay. Schwarz? Das erinnert mich ein bisschen an Öl. Was haben wir denn da? Ein durchtrenntes Plastikbein. Okay. Das nehme ich mal. Das Logbuch wurde aktualisiert. Untersucht das merkwürdige Metallbein. Das muss ich auch zur Ranger-Zitadelle bringen. So, es geht jetzt rechts hoch. Oh, da ist eine Kiste. Okay, das ist ja, das wird jetzt interessant, glaube ich. Eine Sichel, eine Klingenwaffe und Scrap Metal. Jetzt ist nur die Frage, wer von denen kennt sich denn mit sich mit solchen Waffen aus? Krieg ich einfach mal da Heavy. Bin mir jetzt nicht sicher. So, es geht hier hoch. Da ist ein Gebäude. Waffen austauschen, nachladen muss ich nicht. Kopfschuss brauche ich jetzt auch nicht. Kann man da irgendwie hin? Nein. Warte, was ist denn? Oh, noch eine Kiste. Energiezellenmunition. Die kannst du erstmal tragen. Ich habe keine Energiewaffe. Also die Spur, Entschuldigung, ich muss mal gerade die Kamera drehen, die geht hier lang. Also muss ich definitiv hier weiter. Ah, das ist eine Höhle. Ja, dann möchte ich auch gerne eintreten. So. Und da lang. Das ist natürlich dunkel, prima. Oh, da ist eine Kiste. Oder so eine Kiste, vielleicht sind Schätze darin. Was ist das? Eine Kröte? Da kann ja Godzilla schon mitmachen. Boah. Na gut. Ein einfaches Erste-Hilfe-Ausrüstung. Jetzt muss ich nochmal gerade... Oh Gott, wer war denn hier nochmal? Ich glaube, er war mein Erste-Hilfe-Mann. Bekommt alles er. So. Und da ist eine Kröte. Ich habe eine 62%ige Chance, diese Kröte zu treffen. Ich habe auch getroffen. Die sahen mir auch recht feindlich gesinnt aus, deswegen... Oh bitte, was kann denn das Biest laufen? Iiii, ist das ekelhaft. Dann habe ich denn hier, das ist der mit der Schrotflinte. Ein Treffer. Kann ich nochmal? Ja. So. Jetzt könnte ich noch bis hierhin gehen. Das kostet noch 2 Punkte. Oder ich könnte mich cocken. Und hätte eine 20%ige Chance auszuweichen und eine 10%ige Trefferchance. Allerdings, ich werde jetzt mal ein bisschen von der Kröte weg. Oh Gott, nachladen, nur das Waffe wechseln kostet nichts. Das wären die Fäuste. Achso, treffe ich doch gar nicht. Ne, da muss der Scharfschütze muss erstmal weg. Weil das ist mein Scharfschütze. 5. Gehe jetzt mal bis dahin. Vielleicht kann ich ja noch einmal schießen. Nein, kann ich nicht. Dann kann ich auch weitergehen. Und jetzt kniet er sich hin. Ich habe ja noch dich.
erlegt. So. Mal sehen, was die tolle Kröte so hat. Nehme ich jetzt mal alles mit. Und gemeinsam wird nachgeladen. So. Oh, was liegt denn hier Schönes? Was haben wir denn hier? Eine Desert Rain Desert Ranger Kiste. Oh! Oh, ich habe die Funkverstärkereinheit gefunden. Nehme ich gleich mit. Prima. Schauen, eine verlorene Seite. Ich glaube, was ist das? Ist noch was verloren? Verloren Logbuch. Oh. Und da oben das Gleis Nomadenlager. Eine Karte und dem Herren fehlt das Bein. Tja. Und niemand weiß, woher es kommt. Tierflüsterer, ich könnte dem jetzt sogar versuchen, irgendwas zu entnehmen, aber es geht nicht. Toaster reparieren geht auch nicht. Das ist der Naturbursche. Sanitäter. Kann ich ihn zerschlagen? Nein. Schlösser knacken, Safe knacken. Geht nicht. Gut. Ich muss ja sowieso mich bei der Basis melden. Ja, wir haben Neuigkeiten. Ein Mann aus Metall. So. Verstanden. So, jetzt habe ich die Aufgabe. Ich bekomme die Aufgabe, nach Highpool zu gehen und dort einen Funkverstärker anzubringen. Highpool ist at the most southern and eastern corner of our jurisdiction. They're a vital part of the stable society we've been trying to build here in Arizona. They provide clean water to us. See Mayor Wickstrom there about using their tower. He knows you're coming. So, der Bürgermeister weiß, dass wir dort kommen. They built their tower on top of an old crane. Und wir müssen an den Funktürmen die Verstärker anbringen. Und das Agrarzentrum. Okay. So, es gab ein paar Erfahrungspunkte dazu. Hier bin ich fertig, hier gehe ich raus. Wo ist jetzt der Ausgang? Der war, glaube ich, hier oben, oder? Ah, da. Raus. So, hier ist auch schon fast vom Level ab, der Knabe. Ich würde aber interessieren, ob es hier noch was zu entdecken gibt. Also, es geht hier runter. Und da oben ist irgendwas. Ich gehe erstmal da hoch. Also, was ich gut finde, dass die Charaktere etwas zügig laufen. Also nicht ganz so lange dauert. Aber ich finde auch, dass die Detaillierung dieser dagegen wunderbar. Das ist richtig Endzeitstimmung. Und da ist eine Kiste. Eine Kiste, vielleicht sind Schätze darin. Gehen wir mal hin. 35, ja, 23, 23. Wollen wir mal gucken gehen, ne? Was habe ich denn? Oh, eine Rohrbombe. Eine Rohrbombe und Scrap. Und eine Höhle, da möchte ich gerne rein. Eine Statue, was ist das? Untersuchen. Dieser Toaster muss repariert werden.
Toaster? Warte, war doch irgendwas. Toaster. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was das bringt. Wenn ich jetzt einen Toaster repariere. Sprühfarbe. Auch schön. Was ist das? Statue. Also ich habe gerade irgendwas bekommen. Attribute, was ich... Ich habe einen Fertigkeitspunkt bekommen. Oh. Ja dann. Nicht schlecht. Super. Gut. In Ordnung. Würde ich sagen, gehen wir erstmal hier wieder raus. Und dann war hier hinten etwas. Da gehe ich jetzt gerne hin. Oder würde ich jetzt eher gesagt gerne hingehen. So. Also ich finde das schon spannend. Jetzt sind auch Roboter wieder mit im Spiel. Anscheinend meine erste Vermutung ist, dass sich diese so Roboter, die in vorhin im Text erwähnt wurden, sich wieder erheben, wieder vielleicht wieder produziert werden und wieder ja gegen die Menschheit in den Krieg ziehen wollen. Oh, ein Tor. Ich will es mal untersuchen. Ein Maschendrahtzaun versperrt den Weg. Kann man da irgendwas machen? Nein. Ich möchte hier mal einschlagen probieren. Geht das? Ich meine, scheint ja geschlossen zu sein. Also trete ich jetzt einfach mal die... Prima! Aber prompt eine Falle ausgelöst. Ist das nicht toll? Probieren wir es trotzdem nochmal. Ich will da durch. Stufe aufgestiegen. Wenn du genügend Erfahrung auf dem Schlachtfeld gesammelt hast, melde dich über das Funkgerät auf dem Bildschirm oben rechts bei General Vargas. Gut. Report. Ah, okay. Gut zu wissen. Das heißt, ich kann ihn jetzt... Stufe aufstiegen. Fertigkeitspunkte können nun im Charaktermenü zugewiesen werden. Fertigkeitspunkte. Gut. Dann weiß ich nicht, ob die nochmal aufgewertet werden, ob die so bleiben. Aber, oh, 4 Fertigkeitspunkte. Das ist sehr schön. Das ist auch gerade auch mein Heavy, der so ist. Der so ist vor allen Dingen. Und ich kann meinen Heavy jetzt auch gerade nochmal ein wenig in einigen Sachen Sprengstoff vielleicht. Mit der Fertigkeit erlangst du Wissen, wie du Bomben scharf machst und Granaten wirfst. Das mache ich doch. Ich meine, ich habe ja hier meine Rohrbomben. Und die Punkte bestätigen wir jetzt einfach mal. Oh, super. Mit jeder Erfahrung ist die Gesundheit wieder oben auf. Oh, Munition für mich. Munition für dich. Immer schön gut teilen. Sprengstoff. Das habe ich ja prima gemacht. Da kann ich auch eigentlich gleich mal probieren, wie es ist, wenn man sich hier heilen möchte. Was haben wir denn? Einfache erste Hilfe. Wählt den Chirurgen-Skill oder den Links... Oder den Linksklicken, um zu benutzen. Oder Linksklicken, um zu benutzen. Effekt. Halt 50% der Con während der Erholung. Halt 10... Was haben wir hier? 50% der Con. Einfaches. Nehmen wir was Einfaches und wenden es mal auf mich selber an. Hat er jetzt auch wunderbar nicht gemacht. Vielleicht. Okay. Chirurg 1. Wählt den Chirurgen-Skill oder den linken. Ah. Keine benutzbaren Objekte für das Ziel? Da auch nicht. Tja, dann. Was hat denn der Knabe noch so? Kleiner Verbandskasten. Ach so, okay, das sind die kleinen Verbandskästen. Dann möchte ich dem gerne mal einen Hotkey zu... Wie? Oh, der Stufe 3. Oh, gut zu wissen, was ich dann als nächstes mit dem machen werde. Dann werde ich das mal so lassen. Vielleicht habe ich ja noch das Glück und ich kann mich dann vielleicht irgendwo, ja, sozusagen laben und erholen. Oh, was ist denn da passiert?
Schutzhut in den Kopf. Das Geschoss ist statt glatt ein- und aufgedreht, also war es immer ein schneller Tod. Diese Frau konnte die Schutzgebühr der Plünderer nicht mit Scrap bezahlen, so bezahlten sie ihr Blut. Von einem Spitzenende. Tja. Ich bin Ranger. Und die haben hier die Passanten erschossen. Ob ich mich jetzt drauf stürze? Ob ich es drauf belasse? Ich finde das eigentlich ein Unding, dass man hier harmlose Passanten umbringt. Ich meine, ich bin Hüter der Hüter des Gesetzes und das geht ja gar nicht. So. Du gehst mal dahin. Der Heavy geht dahin. Der Scharfschütze ist hier hinten. Bring uns doch mal in Position. Die Schrotflintendame ist hier. Vielleicht muss ich jetzt mal gerade nachladen. Ist geladen. So. Denn das ist etwas, was ich... Ah, sich blockiert. Kann ich denn so auf ihn schießen? Würde sogar gehen, wenn er in den Radius kommen würde. Ist aber trotzdem sich blockiert. Vielleicht lassen wir es einfach doch auf sich beruhen. Ich meine, ich habe ja dafür... Ich komme später vorbei. Ich meine, das ist halt das raue Land des, ne? Das raue Land der Ödnis. Gewisse Dinge muss man halt beachten. Wenn man dann leider nicht genügend dabei hat, dann passiert sowas. So, das war... Moment, bevor ich jetzt eigentlich weitermache, speichere ich nochmal. Ganz dringend ab. Zack, einmal hier, machen wir nochmal zwei hinter. So. Ja, das war... Nein, will ich gar nicht, zurück zum Spiel. Und tschüss. Das war, ja, die Entwicklung um den Watchtower, möchte ich gar nicht sagen, wollte ich gar nicht. Um den Funkturm. Wir haben hier so eine brisante Entdeckung gemacht. Und werden uns dann in der nächsten Folge aufmachen, den Auftrag von Ace zu Ende zu führen, zu seiner Zufriedenheit, zur Zufriedenheit der Desert Ranger. Bis dahin, macht es gut und tschüss.